Everybody wants clout, but no one wants to work for it. Telling me to give it a rest like a search warrant. Moin Leute, willkommen zu einem neuen Video hier vom Kanal. Heute gibt es einige neue Informationen bezüglich der neuen Season in Black Ops 4, die nächste Woche Dienstag beginnt. Also lehnt euch zurück, holt euch was zu essen oder sowas. Dieses Video wird wahrscheinlich etwas länger gehen. Die neue Season wird Operation Absolute Zero heißen. Mit der neuen Season bekommen wir einen neuen Spezialisten namens Zero, der ein vielseitiger und tödlicher Hacker sein soll und im Multiplayer als auch in Blackout zur Verfügung steht. Im Multiplayer kann Zero seine Gegner mit ihren Hacker-Tools unterbrechen und ablenken. Wie und in welcher Weise man das machen kann, das werden wir dann noch sehen, wenn die neue Season mit dem neuen Spezialisten dann rausgekommen ist. Ihr könnt euch Zero mit dem ersten Level des neuen Schwarzmarkt-Streams freischalten. Und neben dem neuen Spezialisten hat Treyarch auch noch angekündigt, dass man in der neuen Season Absolute Zero drei neue Waffen freischalten kann. Und zwar einmal die Demon 3XB, das wird eine MP sein. Und die SWAT RFT, das wird ein Sturmgewehr sein. Und wir bekommen eine geheime Santa-Nahkampfwaffe zur Verfügung. Zusätzlich zu den neuen Waffen gibt es neue Waffentarnungen, Reaktivtarnungen und Visiere, die man in der neuen Season auch noch freischalten kann. Außerdem kann man direkten Zugang zu den neuen Waffen bekommen, indem man Blackjacks Waffenspiel spielt. Das wird eine neue Playlist sein, die diesen Dienstag für die PS4 zur Verfügung gestellt wird. Außerdem stehen neue Waffen dann auch noch in Blackout zur Verfügung. Zusätzlich dazu bekommen wir noch am 13.12. ein neues Holiday Event mit mehr saisonalen Items, die wir dann auch noch freischalten können. Jetzt kommen wir zum Schwarzmarkt und zu der großen Evolution des neuen Schwarzmarkts in der neuen Season. Und zwar wurden einige Änderungen in diesem neuen Schwarzmarkt vorgenommen. Einige sehr, sehr gute Änderungen meiner Meinung nach. Ich werde die Änderungen jetzt Stück für Stück mit euch durchgehen. Und zwar, der Schwarzmarkt wird mit der neuen Season Absolute Zero komplett überarbeitet, damit die Stufenprogression einfacher und lohnender wird. Das war ja in der ersten Season ja nicht der Fall. Wir hatten 200 Stufen. Wir haben meistens nur Bullshit aus diesen Reserven bekommen. Ganz ehrlich, es wird neuer Content reingebracht, der von der Community gefordert worden ist. Die Community hat danach gefragt, Gesichtsbemalungen mit anderen Outfits zu kombinieren und Zugang zu Gesichtsbemalungen zu bekommen, ohne ein entsprechendes Outfit zu besitzen. Das wird jetzt in der neuen Season auf jeden Fall möglich sein. Und im neuen Schwarzmarkt haben wir jetzt nur noch 100 Stufen anstatt 200 Stufen. Und jede Belohnung, die man in den 100 Stufen bekommen kann, können wir uns auch vorher alle anschauen. Das heißt, wir werden jetzt auf jeden Fall viel, viel einfacher auf Max-Level kommen. Die Progression der Stufen wird gleich bleiben und wir haben einfach 100 Stufen weniger. Weil 200 Stufen war echt schon utopisch. Ich bin jetzt persönlich bei 167 oder sowas angelangt. Ich schaffe es auf jeden Fall selber nicht bis Stufe 200, bis die neue Season anfängt. Deswegen finde ich das auf jeden Fall gut, dass es jetzt nur noch 100 Stufen gibt. Und wie gesagt, es gibt drei neue Waffen, die wir dann auch noch freischalten können. Und ab Level 1 bekommen wir dann den neuen Spezialisten Zero. Neue Gegenstandskategorien und vielfältiger Inhalt wie Waffentarnungen, Reaktivtarnungen, Visiere, gemeinsam genutzte Gesichtsbemalungen und neue Meisterhandwerksvarianten werden auf vielfachen Wunsch der Community hinzugefügt. Das hört sich auf jeden Fall richtig gut an. Jede in dem Schwarzmarkt freigeschaltete Reaktivtarnung ist einzigartig und für seine vorgesehene Waffe konzipiert, während neue Waffentarnungen für mehrere Waffen ausgerüstet werden können. Das ist auf jeden Fall auch ganz klar. Und es wird eine neue Meisterhandwerksvariante der ABR geben. Außerdem werden neue Zombie-Charaktere im Schwarzmarkt freischaltbar sein. Beispielsweise ab Stufe 45 werden wir den alten Nikolai freischalten können. Und nachdem wir dann 100 Stufen erreicht haben, bekommt man ab Level 101 nur noch Reserven, in denen man brandneue Personalisierungsgegenstände und eine neue Meisterhandwerksvariante freischalten kann. Falls wir die Gegenstände aus der ersten Season noch nicht freigeschaltet haben, können wir diese natürlich immer noch in den Reserven von der Season 2 freischalten. Es werden keine neuen Aufkleber für Spezialisten hinzugefügt, damit man die Gegenstände, die man bekommt, auch direkt ausrüsten kann und nicht erst auf das Outfit warten muss, um diesen Aufkleber dann da auszurüsten. Außerdem wird das Schwarzmarkterlebnis während der Season 2 wieder beobachtet und gegebenenfalls dann auch nochmals verbessert. Also das hört sich echt vielversprechend an.
dann kommen wir jetzt zum Blackout-Modus. Und zwar am 10.12. wird Treyarch bereits ein Update raushauen, in dem schon einige Änderungen in Blackout stattfinden werden. In diesem Update enthalten sind das neue Rüstungssystem. Das heißt, du wirst in Zukunft Rüstungsteile aufnehmen können, um deine Rüstung zu reparieren und eventuell sogar eine komplett neue Rüstung damit herstellen können. Es kommen große Audioverbesserungen auf uns zu. Die SDM und die Spitfire sollen gepatcht werden, sowie saisonale Änderungen auf der Map. Wie wir bereits wissen, wird Hijacked kommen. Dies wurde jetzt auch offiziell von Treyarch bestätigt. Spieler werden die neuen visuellen Änderungen der Karte sofort bemerken, sobald sie aus dem Hubschrauber springen. Von saisonalen Laubveränderungen, weicherer Winterbeleuchtung bis hin zu neuen Rauchfaden, die anzeigen, wo alle abspringen bzw. landen. Das heißt, wenn du abspringst aus deinem Rucksack oder keine Ahnung, kommt da irgendwie Rauch raus, sodass du siehst, wo die Leute so abspringen oder wo die Leute genau sind, um das besser sehen zu können. Das finde ich auf jeden Fall sehr nice. Und auch auf Nuketown Island, Talsperre und Fabrik gibt es Verbesserungen in Bezug auf die Umwelt. Montag sollen diese Neuerungen schon im Spiel sein, aber nächste Woche kommen nochmals detaillierte Patch Notes auf uns zu, wo wir genau nachlesen können, was genau gepatcht worden ist. Das werde ich natürlich auch in einem neuen Video von mir hier auf dem Kanal für euch bereitstellen. Es wird auch ein neues Fahrzeug geben, und zwar das gepanzerte ARAV-Fahrzeug mit einem montierten Maschinengewehr. Außerdem kann man auch mit dem neuen Spezialisten Zero droppen, wenn man sie freigeschaltet hat, oder als einer der vier Gladiatoren der neuen, nachdem wir die Charaktermission für sie ebenfalls dann freigeschaltet haben. Außerdem schreibt Treyarch, dass sie ihre Personalisierungselemente in Blackout erweitern, indem sie neue, verbesserte Items im Schwarzmarkt einbauen, einschließlich neuer Blackout-Charaktere, neuer Spezialisten-Outfits, gemeinsam genutzter Gesichtsbemalungen und weiterer Personalisierungselemente in Blackout. Und alles das, was ich bisher aufgezählt habe, wird komplett kostenlos zur Verfügung gestellt. Das heißt, ihr müsst euch keinen Black Ops Pass kaufen oder sonst irgendwas. Alles wird komplett kostenlos für jeden bereitgestellt. Zusätzlich dazu bekommen wir nicht nächste Woche Montag oder Dienstag, sondern etwas später Custom Games in Blackout. Wir bekommen Waffentarnungen, wir bekommen ein verbessertes Loot-System für Rucksäcke auf Konsolen und wir bekommen Weihnachtsdekoration und Schneebälle und neue saisonale Spezial-Event-Stufen und Ingame-Spiele, eventuell Minigames und Gameplay-Verbesserungen und noch vieles mehr. Da wird auf jeden Fall nächste Woche sehr viel auf uns zukommen, und wenn da neue Informationen rauskommen, werde ich die Informationen so schnell wie möglich raushauen und natürlich auch einen Livestream machen. Dann kommen wir jetzt zum Competitive Play in BO4, und zwar haben sich ja einige Leute schon League Play gewünscht, und zwar gingen Gerüchte rum, dass das League Play am 7. Dezember rauskommen wird. Dies wird sich aber etwas verzögern, und zwar wird das jetzt etwas später kommen, damit die jeweiligen Features der World League noch etwas verbessert werden. Und zwar kommen League Play Events, Gauntlets und Clans und Teams Anfang Januar erst. Kommen wir dann zum Zombie-Modus, und zwar bekommen wir für den Zombie-Modus 3 neue kostenlose Funktionen wie tägliche Aufrufe, das Black Ops Authentizitätsstempelsystem und tägliches Überspringen einer Stufe im Schwarzmarkt. Mit den täglichen Aufrufen bekommen wir neue Gameplay-Herausforderungen, die nach Abschluss Bonus-EP und Nebulium-Plasma als Belohnung bereitstellen. Der neue Black Ops Authentizitätsstempel wird ebenfalls mit dem neuen Update am 10.12. freigeschaltet. Mit diesem neuen System können Spieler die Ergebnisse ihres Spiels online mit einem am Ende generierten personalisierten Code überprüfen und freigeben. Die Website des Black Ops Authentizitätsstempels trackt eine Reihe von Statistiken, darunter die Anzahl der Tötungen, die Todesfälle, Abstürze, Wiederbelebungen, Kopfschüsse, wie viele Runden man überlebt hat, Kartenauswahl, Spieltyp, Anzahl der Spieler und Schwierigkeitsgrad, Spezialwaffen, Ausrüstung, wie viele Talismane verwendet worden sind, Vergünstigungen, ausgestattete Elixiere, Anzahl der verbrauchten Elixiere, Dauer des Spiels, das Endergebnis und vieles mehr. Außerdem kann man jetzt auch im Schwarzmarkt täglich eine Stufe im Zombie-Modus überspringen, indem man einfach 15 Runden in einer klassischen Zombie-Runde überlebt. Das soll aber erst der Anfang sein. Neue Funktionen im Zombie-Modus werden in Zukunft noch freigeschaltet werden. Außerdem startet am 13.12. ein neues Event in Zombies, und zwar die Winteraufrufe mit neuen saisonalen personalisierten Belohnungen. 2019 werden weitere neue Funktionen und Gameplay-Inhalte eingeführt, darunter Fraktionen, neue saisonale Eventaufrufe, Phase 2 des Black Ops Authentizitätsstempels mit tieferen Spielerstatistiken und zusätzlichen Gameplay-Verbesserungen, die für alle Spieler
kostenlos sind. So Leute, das war's mit den ganzen Informationen. Wie gesagt, es waren sehr, sehr viele Informationen, die auf uns zugekommen sind jetzt. Einige haben damit gerechnet, dass ein DLC 1 Trailer rauskommt oder sowas, aber es ist bis jetzt kein Trailer für das neue DLC rausgekommen. Das wird wahrscheinlich dann in Zukunft irgendwann rauskommen. Ich denke auch nicht, dass das neue DLC jetzt im Dezember auf uns zukommt. Ich denke eher, dass das neue DLC dann Anfang 2019 auf uns zukommt und dass wir noch etwas warten müssen mit dem neuen Trailer. Auf jeden Fall, Leute, was sagt ihr zu den ganzen neuen Änderungen, vor allem zu den Änderungen im Schwarzmarkt? Schreibt es mal gerne in die Kommentare rein. Habt ihr noch Verbesserungsvorschläge oder sonst irgendwas? Lasst auf jeden Fall auch ein Like da, falls euch das Video gefallen hat, und abonniert meinen Kanal für täglich Black Ops 4 Infos und Update-Videos und natürlich auch Livestreams. Ich würde sagen, ich bin raus, haut rein und ciao.